Juhu. Ich schmeiße noch einen Stein auf. Ach, ich schmeiße auch auf Arthas. Sehr gut. Ring der Regeneration. Was ist das diesmal? Ah, endlich. 2 Trefferpunkte pro Sekunde. Ich glaube, das ist besser als der Attack Speed. Am liebsten würde ich ja die scheiß Urne wegklatschen. Die bringt mir gar nichts. Das Ding hier behalte ich noch für den nächsten Helden, den wir bekommen. Wir bekommen tatsächlich in dieser Kampagne noch andere Helden. Auch wenn das bis jetzt nicht so aussah, weil wir immer dieselben hatten. Und da bekommen wir dann einen Int-Helden. Und Intelligenz ist auf dem Item drauf, das heißt, es gibt 4 Schaden. Und halt Mana und Mana-Regeneration. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir machen konnten, erstmal erreicht. Dann positionieren wir uns mal hier. Dann muss ich gucken, dass ich alles, was ich habe, da direkt reinschmeiße. Deshalb nehmen wir Sylvanas auch mit. Und die Autos als Gruppe 3. Die Gargoyles kommen noch in Gruppe 2. Nochmal 3 Gruppen. Niemand erteilt mir Befehle. Diese Sounds von Arthas sind echt nervig. Und ich denke mal, ich lasse einfach mal einen Gargoyle rüberfliegen und gucke, wie ich am besten laufe. Weil ich will nicht die ganze Stadt kaputt machen, das dauert mir zu lange. Ich will nur zum Brunnen durch und die... die Golems da killen. Ach, das ist eine Brücke. Ich dachte, das ist ein Stadttor. Ja, jetzt haben sie mich gesehen. Wie schlimm. Oh, cool, na, ein Archmage. Ja, wichs mich direkt mit deinem Zeug ein. Naja, gut, das sieht nicht so krass aus, da die Gegenwehr. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Ich denke, ich stelle erstmal Arthas nach hier vorne. Und schieße dann die Tower da weg. Also im Prinzip so wie vorhin, nur dass wir die Fleischwagen nicht ganz alleine nach vorne schicken. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt angreifen würde. Der müsste jetzt eigentlich, wer mich gesehen hat. Ah, hier. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Ja, jetzt kommt er. Sprecht, Dummkopf. Lass mein Zeug in Ruhe. Frostmourne hat Hunger. So, jetzt kommt nämlich mein Zeug auch mal mit ins Spiel. Hier. Blizzard ist blöd. Ich glaube aber, je mehr Einheiten ich da reinstelle in den Blizzard, desto weniger Schaden kriegen die insgesamt. Weil sich das verteilt. Gucken, dass wir den Archmage wegkriegen. Ja. Ich stehe hier mitten im Fokus. So, das macht mich immun gegen Magie. Sollten wir Sylvanas schon zermatscht. Hat sehr lange gehalten. Super Teil. Und wir haben noch relativ viele Spinnen. Die Gargoyles sind aber schon alle matsch. Die haben wir gerade noch wiederbelebt. Und er ist auch tot. Zum Beispiel ja bei kaum Kosten. Und doch ganz schön viel verloren. Ach, die machen gar keinen Schaden aneinander. Die Belagerungswaffen. Die Goldmine ist alle. Sprecht, Dummkopf. Ich hasse dieses. Ja, da kommt schon wieder so viel nach. Ich will doch nur da durch und das Ding killen. Oder einen komischen Brunnen da benutzen. Heil den. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. So, geht mal hier. Nicht auf der Brücke klemmen. Geht da alle mal rein. Geht. Dann können wir nämlich die Autos nach vorne holen. Gegen den Tower. Niemand erteilt mir. Pew, Heilung. Vorsicht. Das ist schon. So, jetzt können wir die nach vorne. Den heilen wir. Endlich. Und dann schießt ihr immer hier schnell alles andere weg. Da unten ist eine nervige Kaserne. Ein Haupthaus. Die kann ich aber, denke ich mal, ignorieren. So, jetzt kann ich alle in Gruppe 1 zusammenfassen. So. Und jetzt kommt das Problem, dass wir unten eine ganze Menge Golems drin haben.
Also vier Granitgolems, das ist schon. Ja, kill mir halt noch das Auto mit deinem letzten Kackschuss da. Granitgolems sind ziemlich stark. Haben wir ja in einer von den früheren Missionen schon mal als Gegner gehabt, so ein Ding. Was ist das diesmal? Da wird gerade ein Held wiederbelebt. Gucken, dass wir das noch verhindern können. Ja, das wird aber knapp. Vor allem, wenn das Ding mir jetzt noch ein Auto wegschießt. Das schafft er nicht mehr. Das er ja. Lass dein Blizzard-Zeug stecken. Der ist ja schwach. Ist ja nur ein Archmage. Also halt, das ist das Original-Skin für Jaina. Jaina ist ja auch ein Erzmagier. So sehen die halt aus, wenn sie männlich sind. Dann haben sie sogar ein Pferd. So, sag mal Golems. Ach, Türme stehen auch noch drin, ne? Nett. Erstmal gucken, dass wir die rausziehen so ein bisschen. Ja, bergauf spielen ist mal scheiße. Dann hauen wir alles daneben. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Endlich. Ah, das ist blöd hier. Warum kommt da jetzt noch Zeug von euch rein? Ah. Endlich. Endlose Pein wird euch erwacht. So, wir verlieren da gerade Autos. Ich baue mal neue Autos. Was ist das diesmal? Der erste geht gleich down. Für den Lichtkönig. Tatsache. Endlich. So, haben wir einen Golem weg. Ah, endlich. Frostmoon hat Hunger. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal rein. Solange nur der eine Golem kommt, können wir das hier ruhig mal machen. Dass wir alles reinschieben, was wir haben. Man sieht sogar Arthas frisst von denen richtig viel. Sprecht, Dummkopf. Ah, so, Helmer. Kann man auch anders machen. Man kann nämlich hier mit seinem Ulti einfach ein paar Einheiten beleben und mit denen dann die Golems angreifen. Dauert aber auch so lange. Frostmoon hat Hunger. Ach, die haben kein Verteidigungsdings. Für den Lichtkönig. Haha, noops. Das ist schon besser. Da kommt schon wieder ein Stein geflogen. Ich hasse ihn, den Golem. Ja, da muss Arthas jetzt mal raus, sonst stirbt er mir noch. Endlich. Er steht zwar hier auch nicht gerade sicher. Aber besser als da oben. Oder da unten. So, wie sieht's hier aus? Ein Golem ist weg. Der andere wird nicht mehr sterben, denke ich. Da sind vier Spinnen ein bisschen wenig, wenn so viel auf die einballert. Aber er ist schon halb tot. Da. Ah, das soll vielleicht mal ganz weg hier. Hier draußen. Da steht sogar noch eine Spinne. Ich kann die mal sehen. So, schnell noch darunter gesetzt, den Sammelpunkt. Zack. Fleischwagen sind auch fertig. Dann denke ich mal, mit den paar Einheiten schaffen wir das denn. Was ist das diesmal? Ah, ich will Arthas nicht extra nochmal zum Mana-Brunnen schicken. Bisschen Heilung wäre zwar gut, aber muss nicht sein. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. So, wir machen nochmal ein Save. Hiernach kommt aber eine interessantere Mission. Ich erinnere mich, dass die zum einen ein bisschen schwieriger war. Und auch ein bisschen spannender. Achso, Gruppe 2 soll ich auch noch mit reinnehmen. Gruppe 2. Dann machen wir erstmal die Krüppel hier weg. Bevor die mir wieder auf den Sack gehen. Los, schießt sie runter. Die Drachenfalken machen echt viel Schaden. Na ja, gut, an den Spinnen nicht so. Wegen Stichschaden. Aber generell machen die doch schon mehr, als ich in Erinnerung habe. Gucken, Autos und Spinnen haben wir hier noch. Dann gucken wir mal, ob wir den halbtoten Golem jetzt noch wegkriegen. Hier liegen sogar noch so viele. Dann mache ich das damit. Nein, zieh die Spawn. Immerhin noch drei. Hier, killt mal den Golem. Puh. Da hat der Golem nämlich Angst. Denkt er, oh, Untote. Vor Untoten habe ich Angst. Vor allem, wenn sie nochmal wiederbelebt wurden. Eigentlich ist es ja unglaublich Recycling, was Arthas hier betreibt. Erst tötet er sie. Achso, wir haben die Wächter schon besiegt. Das zählt als Wächter, die Türme nicht. Also er tötet sie, dann recycelt er sie, hat Untote dadurch. Dann sterben die Untoten und er recycelt sie nochmal. Dann hat er Untote. Hey, Quest gewonnen. Arthas ist unbesiegbar.
Bürger von Silvermoon. Ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben, doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Nun stehet auf, Kel'Thuzad, und dienet erneut dem Lichtkönig. Ich bin wie versprochen wiedergeboren. Der Lichtkönig hat mir ewiges Leben gewährt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, Lich. Seid ihr nun bereit, mir von den Schreckenslords zu berichten? Ja, aber nicht hier. Ihre Augen und Ohren sind überall. Wir reden an einem sicheren Ort. Das ist total widersprüchlich. Angeblich sind sie überall, aber er will an einem sicheren Ort mit mir reden. Den kann es ja dann eigentlich gar nicht geben. Naja, die Mission war ziemlich einfach. Hat sich nur ein bisschen gezogen alles. So, 5 Helden haben wir getötet. Juhu. Das hier ein bisschen buggy, dass dir ihr Held nicht angezeigt wird. Und wir sehen, wir haben jetzt einen neuen Helden. Mr. Kel'Thuzad, Level 1. Die Offenbarung, 3 Tage später, irgendwo in den frostigen Gipfeln der Alterac Berge. Ihr seid mir also nicht gram, weil ich euch damals getötet habe? Macht euch nicht lächerlich. Der Lichtkönig sagte mir, wie unsere Begegnung enden würde. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben. Die feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die neben unserer zahllose weitere Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt in Brand zu setzen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche in Lordaeron, die Zitadellen in Northrend, das Massaker an den Elfen? Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? Ja. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere ganze Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ja, immerhin mal ein bisschen Background-Story. So, Mission 6, Black Rock and Roll, am nächsten Morgen am Rande des Black Rock Clan Dorfes. Black Rock Clan, wir erinnern uns, Orks. Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweihen, Lich? Ja. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um jede Gruppe auszulöschen, die sich der Ankunft der Legion widersetzen könnte. Wie etwa die Streitmacht von Lordaeron und der Hochelfen. Exakt. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion auslösen soll. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Blackrock Orks, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord erreichen und seine Anweisungen empfangen. Ja, in der Warcraft-Welt wird anscheinend über Dämonentore telefoniert. Wir haben ihn hier, Level 5. Was kann er Schönes? Er hat eine Frostnova, die ist extrem stark. Macht an einem Ziel. Oh. Der Frostwurm. Diese untoten Drachen sind die Lieblinge des Lichtkönigs. Dieser hier wird uns gute Dienste leisten. Ja, ist ein bisschen unsinnig, dass man die Frostwürms jetzt schon vor den Fettbeutel bekommt, weil die Frostwürms eigentlich stärker sind. Also, Frostnova macht an einem Ziel Schaden.
Und dann gibt's nochmal so Area-Schaden. Da kriegen alle in der Nähe Schaden und das Primärziel nochmal. Das heißt, das Primärziel kriegt doppelten Schaden. Dann kann er hier die Rüstung von allen erhöhen. Und wenn sie angegriffen werden, dann werden die Einheiten geslowt. Und er kann hier eine Einheit opfern für Mana. Können wir mal zeigen. Ich mache die Mission beim nächsten Mal eh von vorne. Weil ich gleich ausmache. So. Hier opfern wir den mal. Flupp, tot. Mana. Ist natürlich höchst unschlau, einen Frostwurm zu opfern. Ja, aber die Mission sollte ein bisschen anspruchsvoller werden. Wir haben hier zwar noch nicht die optionale Quest, weil wir kämpfen gegen, glaube ich, fünf Gegner. Also Warcraft 2 Style, wir sind in der Mitte, überall sind Gegner. Und genau das machen wir beim nächsten Mal. Ich bin Riven, wir haben heute eine Mission geschafft. Juhu. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, bis irgendwann und so.